Die E3DC-Filmreihe Autark schaut auf ein paar hundert Folgen zurück. Seit vielen Jahren laden uns Menschen in ihre privaten Häuser ein. Sie präsentieren ihre ganz persönliche Eigenenergieversorgung mit E3DC-Geräten. Welcher unserer Autark-Filme war bei den Zuschauern am beliebtesten? Und vor allem, warum? Hier ist unser Top 5 Best of Wohnen bei Autark, das E3DC-Magazin. Die Nummer 5 gewinnt unser Nachbarland, die Schweiz. Urs Fringeli besitzt und wohnt in einem Haus aus den 70er Jahren. Dieses Haus hat einen gewissen Charme. Mir gefällt es von der Bauweise. Heute baut man nicht mehr so. In Deutschland hätte man dieses Haus wahrscheinlich abgerissen. Jedoch setzt der Schweizer auf PV und Speicher. Damit befreit er sein Haus von fossilen Brennstoffen. Dass man auch im Prinzip diese Peaks mitnehmen kann. Die Sonne kommt kurz und dann ist sie wieder weg, dann kommt eine Wolke und so weiter. Das wird dann alles geglättet und man hat einfach dauernd seinen eigenen Strom. Der E3DC-CEO Dr. Andreas Piepenbrink analysiert die beeindruckende Lösung. Dazu gehören eine 24 kW Peak Solaranlage, Wärmepumpe und ein E3DC S10e Pro Hauskraftwerk. Das Ziel bestimmt den Weg. Herr Fringeli hat sich überlegt, wie groß muss die Solaranlage sein, wie groß kann sie sein, damit sie den Bedarf deckt. Also natürlich, nur mit der Photovoltaik kamen wir, glaube ich, das absolute Maximum 50-60%, wo wir selber verbrauchen konnten. Aber das war schon sehr mühsam und schwer. Da muss man wirklich schauen, jetzt Auto einschalten oder Wolke kommt, Auto ausschalten. Das war mühsam. Und er hat dann überlegt, wie groß muss der Speicher sein, damit er so flexibel ist, um seine Bedarfe zu erfüllen. Mit dem Speicher ist im Prinzip diese Last weg. Der Speicher übernimmt diese Arbeit. Und er hat sein Ziel erreicht. Beeindruckende 56% Autarkie für Wärme, Komfortstrom und Mobilität. Die Familie Fringeli mit 3 Tesla-Fahrzeugen bewerkstelligt. Und damit reisen wir nach Deutschland zur Nummer 4 der beliebtesten Autark-Filme. Maximale Autarkie auch im Winter durch Fassaden-PV. Wolfgang Sekey aus Leonberg ist Fachingenieur für Energieeffizienz. Ich habe mein eigenes Planungsbüro, beschäftige mich eben mit genau solchen Dingen, von Passivhäusern über Sanierungen, über Modernisierungen, über Versorgungstechnik mit regenerativen Energien und lauter solchen Dingen. Diese ganzen Komponenten, diese ganzen Module, die es da gibt, die intelligent zu verknüpfen, sodass nachher eine effiziente Lösung hinten rauskommt. Ja. Für den Bau der Photovoltaikanlage mit dem E3DC S10e Pro Hauskraftwerk beauftragte er die Firma Pure Energien. Anton Nehr besuchte mit uns an einem richtig trüben Tag den Ingenieur und stellte fest: Gut, klar, an der Fassade Vorteil ganz klar, kein Schnee. Kein Schnee, das ist entscheidend. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses diffuse Licht so viel Ertrag bringt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Entwicklung geschuldet. Ja. Und da bin ich echt froh, dass wir so weit sind, dass diese Energie da wirklich perfekt eingefangen wird. Und mit dem Akku, ach ja, ich freue mich schon. Ich freue mich schon, dass das Jahr endlich rum ist. Tja, und nun hat Wolfgang Sekey es mit seinem Haus in die Top 5 der Autark-Reihe von E3DC geschafft. 16.45 Uhr, 0 Watt, perfekter Tag. Und darauf kann er wirklich stolz sein. Er hat mit einer 15,5 kW Peak Fassaden-PV-Anlage und einer 5,6 kW Peak Dachanlage sein Haus voll mit PV bepackt. Und das Herz der Eigenenergieversorgung heißt S10e Pro von E3DC.
Bei der Nummer 3 der beliebtesten Autarkfilme blieben wir bei dem Thema PV im Winter. So, jetzt fahren wir zur Abnahme von Herrn Klausmann. Die Anlage haben wir vor Weihnachten in Betrieb genommen. Guido Haperscheid von den Solartigern fuhr mit uns zu einem seiner richtig glücklichen Kunden. Im tiefsten Winter dürfen wir in das verschneite Eigenheim von Ulf Klausmann einkehren. Es gibt ein gutes Gefühl, man ist unabhängig. Ich spare Geld, das ist schon ein Argument. Er entschied sich für eine 9,9 kW Peak Solaranlage und ein E3DC S10e Infinity. 72%, es scheint ja keine Sonne, wie kann das sein? Ist das nur durchs Tageslicht? Macht das? Also find ich, das macht Spaß. Ich stehe hier tatsächlich manchmal und gucke einfach nur drauf und freue mich drauf, dass ich jetzt nicht RWE oder wem auch immer das Geld in den Rachen schmeiße, sondern dass das jetzt meins ist. Ulf Klausmann hatte verstanden, dass PV nur in Verbindung mit der Speicherung des Stroms Sinn macht. Weil das, was ich tagsüber produziere, kann ich abends nutzen. Das hat den Ausschlag gegeben. Also ohne Speicher hätte es keine Anlage gegeben. Dieser Film zeigt, dass auch Strom im Winter vom Dach kommt. Sogar bei teilverschneiten Solarplatten. Da sollen die anderen das auch machen. Und wenn alle das tun, sind wir auf einem guten Weg. Auf dem zweiten Platz der Beliebtheit ist der Film Unsaniertes Haus mit nur 68 Euro Energiekosten für alles. Der Clou an dieser Geschichte ist, dass Thomas Winver zu seinem Glück gezwungen wurde, als an Heiligabend die Ölheizung plötzlich den Geist aufgab. Unser Heizungsbauer hat dann gesagt, ihr werdet auf jeden Fall eine neue Heizung brauchen. Und dann habe ich recherchiert, dass eine neue Ölheizung inklusive neuer Tanks, neue Verrohrung, neue Pumpe und so weiter auf knapp 17.000 Euro gekommen wäre. Vincent Urban von Sonnenplan war Projektleiter bei der Installation der PV-Anlage mit einem E3DC-Speicher. Schon seit Jahren hat sich die Firma Sonnenplan auch auf die Wärmepumpe spezialisiert. Für Thomas Winver der richtige Zeitpunkt. Und im Endeffekt hat uns die Wärmepumpe abzüglich der Förderung der BAFA dann 19.000 Euro gekostet. Und heute hat das über 20 Jahre alte Haus ein E3DC S10e Pro und eine stolze 17,5 Kilowatt Peak Solaranlage. Die meisten Kunden kommen schon von vornherein zu uns und sagen, sie hätten gern einen Speicher. Viele natürlich auch, die explizit das Hauskraftwerk wollen, ganz klar, das E3DC Hauskraftwerk. Und beim anderen Teil ist es so, die verlassen sich auf unsere Expertise. Ne? Und wir sagen ganz klar, eine PV-Anlage macht nur Sinn, wenn ich so viel der selbstproduzierten Energie wie möglich auch selber nutzen kann. Und da haben wir halt einfach das Thema, dass wir Energie zeitversetzt nutzen müssen, ne? Gerade nachts, wo keine Sonne scheint. Und da ist so ein Speicher einfach Gold wert und eigentlich unabdinglich. Thomas Winver fährt auch elektrisch zur Arbeit. Und zwar über 100 Kilometer am Tag. Der Strom dazu kommt aus einer Wallbox von E3DC. Man wird morgens wach und hat ein fettes Grinsen im Gesicht. Es ist tatsächlich, wir haben es gerade ausgerechnet, 11.000 Euro würden wir nach alter Währung noch für unsere Energie, also Strom, Heizen, Autofahren bezahlen. 11.000 Euro am Jahr. Und nun die Nummer 1. Der Titel des meistgesehenen Autarkfilms überhaupt ist 70er-Jahre-Haus bleibt unsaniert und zahlt nichts für Energie. Klingt unglaublich, ist aber so. Das beweist uns Matthias Hölzel. War das die beste Entscheidung meines Lebens, kann man sagen. Hier alles auf Strom zu setzen und ich bin ja, sehr dankbar und glücklich darüber. Er investierte Geld in PV und Speicher. Am Gebäude selber veränderte er kaum etwas. Das war nicht mal vom Experten so geplant. Wir hatten auch die Energieberatung einmal da gehabt und da war irgendwie Kosten im Raum von 100.000 Euro. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben das Haus außer die oberste Geschossdecke nicht gedämmt. Auch die Fenster sind noch ältere Fenster drin, sind Kunststofffenster drin. Und ja, fahren denke ich so ganz gut. Peter Burkhardt von Sonnenplan realisierte den Bau der PV-Anlage inklusive einem E3DC S10e Pro. V
Familie Hölzel hatte 2011 die erste Photovoltaikanlage gebaut. Der Nachbar hat damals gesagt, das rechnet sich doch nicht. Darüber hinaus wurde die alte Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt. Der Nachbar hatte recht. Es hat sich nicht gerechnet. Für den Nachbarn. Peter Burkhardt erklärt die Investition so. Und es ist auch so, von den Zahlen bezahlt sich der Invest ja von selbst. Also hätten die es nicht gemacht, hätten sie ähnliche oder sogar noch höhere Kosten wie jetzt mit Kredit. Insofern kriegen die ihre neue Haustechnik über die Jahre geschenkt. Und wenn sie in Rente sind, ist das Thema durch. Und dann haben sie eine geschenkte Anlage und haben dann niedrige Energiekosten. Und dann sage ich, alles richtig gemacht. Außerdem wird auch noch elektrisch gefahren. Dieses Beispiel zeigt uns nicht nur ein erstaunliches Energiekonzept, sondern auch ein belebtes Haus mit gastfreundlichen Menschen. Danke, Familie Hölzel. Ihr habt euren ersten Platz von unseren Zuschauern wirklich verdient. Die Menschen in unseren Filmen haben viel gemeinsam. Sie tragen zur Reduktion der CO2-Emissionen bei. Sie machen sich frei von steigenden Energiekosten. Sie sind Teil der E3DC-Familie, die für jeden eine passende Lösung hat.